Guten Morgen, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Und wenn ich euch als Freundinnen und Freunde bezeichne, dann meine ich das in dem klassischen Sinne, als früher die Menschen, die dem Buddha nachgefolgt sind, sich nannten Freunde im Dharma oder Freunde des Dharma. Und so weiß ich uns miteinander verbunden. Aus welchen Gründen auch ihr hier seid oder auf den Weg gekommen seid. Diese Gründe können sehr mannigfaltig sein, sehr unterschiedlich sein. Und doch, wenn wir genau hinschauen, verbindet uns etwas, weswegen wir, wie man so schön sagt, auf den Weg gekommen sind. Ich drücke es für mich immer so aus, es ist ein Bild, eine Vision von meinem Leben, wie ich mein Leben leben möchte, wie ich dieses Leben leben möchte. Und da höre ich so Worte wie bewusst und wach und authentisch und erfüllt. Und ich bin ganz sicher, wenn ich nur so ein paar Worte in die Richtung spreche, dass ihr das nachempfinden könnt. Es mag sein, dass ihr das noch nicht versucht habt zu artikulieren, weswegen ihr auf den Weg gekommen seid. Aber da ist etwas, ich möchte es mal nennen, was eine Qualität unserem Leben gibt, dass wir authentisch sind. Helga und ich, als wir so ganz jung zusammenkamen, waren grundsätzlich gute Bürger, so wie sich das so gehört, zu unserer Zeit. Zu unserer Zeit gab es noch nicht den Ausdruck Wutbürger, aber so andere in unserem Umkreis waren dann AKW-Gegner. Kennt das noch jemand? Ja. Oder übten sich darin, Pflastersteine auf Polizisten zu schmeißen oder ähnliches mehr, ja. Da haben wir nie zugehört. Wir waren eigentlich im Sinne keine Rebellen. Wir haben die Gesellschaft nicht abgelehnt. Aber wir haben auch nicht dazugehört. Und das, was uns, wenn wir uns abends hinsetzten und unser Leben reflektierten oder nach vorne schauten, so ganz tief verbannt war so ein simpler Satz: Das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht alles sein, was uns da vorgelebt wird. Was uns gesagt wird, wie ein Leben aussieht. Das hätten wir gut leben können. Genügend Einkommen, Status, alles war da. Und wir hätten uns gut einrichten können. Die Kinderzimmer waren schon fertig, dass wir so hätten in die Bahnen reingehen können. Und da war aber etwas ganz tief in uns. Und wir konnten es damals nicht formulieren. So wie ihr das vielleicht auch jetzt, wenn ich davon spreche, nicht so formulieren könnt. Freud hat das einmal genannt, das Unbehagen in der Kultur. Und ich kann es immer noch nicht sagen, im Nachhinein, was es eigentlich wirklich war, was uns eines Tages hat die Sachen packen lassen und Deutschland verlassen. Es war eine Suche. Es war ein Hinhören, wo finden wir etwas, was unser Leben Qualität gibt. Und ich bin ganz sicher, dass die meisten von euch, wenn ihr jetzt so mit mir ein bisschen hineinspürt, diese Fragen kennt. Dass ihr auch in gewisser Weise auf der Suche seid. Dass ihr nach einer Lebensform sucht, der eurem Leben Qualität gibt, so nenne ich das. Ich sage ganz absichtlich nicht, der eurem Leben Sinn gibt, das habe ich nicht gesagt, sondern Qualität. Und so heißt sehr oft meine erste Frage an Menschen, vor allen Dingen, wenn sie neu dazukommen, aber auch ganz besonders, wenn sie schon sogenannte Altpraktizierenden sind. Warum bist du auf dem Weg? Was erwartest du? Glaubt nicht, dass ihr nicht Erwartungen mitbringt. Da klopfen da hinten irgendwelche Bilder, was dabei so wohl herauskommen soll. Und wenn ich so und so viele Jahre praktiziere, wie ich dann wohl aussehe und was dann so ist und wie ich gewachsen bin und all solche Sachen. Da ist grundsätzlich nichts Negatives dagegen zu sagen. Wir alle beginnen mit einer Intention. Der Buddha hat mit einer Intention eines Tages seine Familie verlassen und ist rausgezogen, um eine Antwort zu finden. Und es ist gut für uns. Und je klarer das ist, umso eher können wir jeden Tag sozusagen abklopfen. Wir beiden machen das sehr oft. Und vor allen Dingen Helga ist es wichtig, wenn ich mich dann zur linken Seite drehe, sie liegt links, und sage, wie war es denn heute? Und ich frage dann eigentlich, wie haben wir beide zusammen, du im Besonderen, diesen Tag erlebt. War harmonisch? War er bewusst? Konnte ich Situationen annehmen und mit
Weisheit und Bewusstheit mit ihnen umgehen, habe ich diesen Tag mit einem offenen, weichen Herzen gelebt? Habe ich für die Menschen, die mir ganz besonders kräftig auf die Füße getreten sind, trotzdem Freundlichkeit und vor allem Verständnis aufgebracht? Klingt das ein bisschen nach? Sagt euch das ein bisschen was? Könntet ihr das als Übung übernehmen? Jeden Abend vorm Schlafen gehen. Und damit ist nicht gemeint, jetzt zu kontrollieren und abzuhaken. Schon wieder nicht. Ist ja unmöglich. Wenn das der Thai wüsste oder sowas in der Art. Bitte, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nichts weiter als so ein ganz liebevolles Zurücktreten und sagen. Ne? Und ich bin ganz sicher, viele, viele Tage könnt ihr dann sagen, da waren schon Momente bei, mit denen ich angetreten bin. Gerade wir westlichen Menschen haben die große Tendenz, die einmalige Tendenz, immer nachzuprüfen, was nicht in Ordnung ist. Ich weiß nicht, warum wir das lieben. Das hat so was Sarkastisches an. Ja? Aber aus irgendwelchen Gründen gucken Leute immer nach, was bei ihnen nicht in Ordnung ist, was noch fehlt. Und wenn sie das bei sich genügend gefunden haben, dann bei den anderen auch. Ja. Und als Thai in den Westen kam, und als Asiat ist er völlig anders ausgebildet und hat ein völlig anderes Denken, war seine erste Botschaft immer, nun schaut doch mal nach, was noch in Ordnung ist. Das war so sein erster Ansatz, ja, so dieses Rüberschieben. Okay, gut, guck nach, wie es dir schlecht geht, aber guck doch mal nach, vielleicht ist da doch schon was Besseres. Und als er merkte, dass die Menschen das noch immer noch nicht annahmen, waren dann deine ersten Jahre die Hinweise, nun setz dich bitte hin und guck nach, was du für positive Eigenschaften hast. Zum Donnerwetter nochmal. Ja. Und es klappt immer noch nicht. Das heißt also, wenn ich euch jetzt einlade, jeden Abend eure Vision nochmal lebendig werden zu lassen, dann meine ich eben nicht ein Kontrollieren, ein Abklopfen, ein sich runterputzen. Aber wenn ihr schon etwas machen möchtet in der Richtung, dann guckt bitte wenigstens nur nach, was gut war. Denn es ist ganz wichtig für uns westliche Menschen, dass wir das Positive in uns wässern. So heißt es ja in dieser Tradition. Und wir haben immens viel davon. Nur aus irgendwelchen Erziehungsmaximen verkleinern wir das ständig, als wenn es das nicht gäbe. Und so achten wir im Laufe des Tages auch nicht darauf, wie viel da ist. Erstaunlich, wie oft wir freundlich sind. Peinlich, aber es ist so. Es ist erstaunlich, wie oft wir verständnisvoll sind, Mitgefühl haben, klar die Dinge sehen. Und es ist erstaunlich, wie oft wir hier wach und bewusst sind am Laufe des Tages. Nicht genug, das ist klar. Ja. Und dann fallen wir natürlich auch auf Tricks von Thai rein, der als Asiat uns in vieler Hinsicht nicht so ganz versteht. Das meine ich nicht negativ, ja. Und der dann sagt, okay, nun guck doch mal nach einen Tag über und dann tickst du immer ab, wie viel Prozent war ich nun bewusst. Und am Abend zählst du die Pünktchen zusammen. Das ist ein Dharma-Talk, 4-5 Jahre her, hatte das ganze Winterretreat gemacht im Deerpark. Und meinte so am Anfang, naja, also 50% des Tages, ne, das sollte man schon. Und ich am Ende dieser Serie von Vorträgen war er runter auf 2%. Eine gewisse Sachlichkeit. Und trotzdem ist es mehr. Wir kommen dem, was wir uns vorstellen im Positiven, sind unserer Vision, unserem Erleben eines Tages in Wachheit und Bewusstheit und Verständnis und Mitgefühl viel näher schon bereits, wenn wir hinschauen. Und das ist meine erste Anweisung oder mein Hinweis oder ich möchte schon fast sagen ein Geschenk, das ihr bitte für euch annehmt. Denn dann, wenn ich so bin, wach, offen, bewusst, heiter, heitere Gelassenheit, dann bin ich Mensch. Dann bin ich wirklich Mensch. Wenn ich das nicht bin, bin ich eigentlich kein Mensch. Ich sehe so aus, ja. Aber mir fehlen alle die Qualitäten, die mich zum Mensch machen. Und darauf will ich heute so ein bisschen hinaus. Ich hoffe, ich habe das sehr konkret und praktisch gemacht, wie man sich abends fragt. Ja? Und ich möchte auch, dass ihr das, was ihr euch
was euch als Vision mitnehmt oder was euch auf den Weg geführt habt, sehr praktisch und konkret macht. Fallt bitte nicht auf diese ganz großen, klassischen Verkaufsschlage ein. Erleuchtung, Realisierung, Mitgefühl, Unbegrenztes und all solche Sachen. Das ist nicht nur zu dick, sondern hindert uns daran zu praktizieren. Da gibt es irgendwelche Ziele, die wir erreichen wollen, und darunter läuft unser Leben ab. Das ist nicht der Punkt. Wenn Helga mir dann berichtet, ja, das war heute gut. Da hatte ich die Situation, da konnte ich zurücktreten, da war ich da, da war ein Lächeln, da war Verständnis. Und wenn sie einige von diesen Punkten so auflisten konnte, dann sagt sie sehr oft, das war jetzt ein so guter Tag, jetzt könnte ich abtreten, jetzt könnte ich sterben. Das war's. So sollte ein menschliches Leben sein. Sehr oft in unserem täglichen Leben ist es nicht so. Und das sage ich ganz bewusst von mir. Ich weiß nicht, was euch ist. Aber auch nach vielen, vielen Jahren der Praxis, das, was man so Praxis nennt, habe ich immer noch Situationen des Zusammenstoßens, ne? So nennt man das freundlicherweise. Ich habe eine Position und der andere hat eine andere Position. Und jetzt hake ich. Und ich merke, ich werde eng, ich komme in den Verteidigungsmodus oder der beste Angriff ist die beste Verteidigung ist der Angriff. Ich komme in den Angriff rein. Ich werde hart. Und es ist so, als wenn diese Energie sich sozusagen verselbstständigt. Ja? Es ist so etwas, wenn man ganz genau hinschaut, und da hilft uns diese Praxis, dass wir merken, wie sich das aufbaut. Wir haben hier so ein schönes Lied, deswegen im Morgenkreis, von Adam Meck übernommen. Genau. War doch friedlich, meint es gut, und plötzlich kocht die Wut. Das ist so mitten aus dem Leben gegriffen. Ja. Aber eigentlich ist es nicht plötzlich. Man merkt so richtig, wenn man genau hinspürt, dass sich da etwas zusammenzieht. Man hat noch so eine, hab noch so eine Pufferphase. Also jetzt noch ein Wort, okay, aber hoffentlich das nicht. Und so. Und wenn ich jetzt antworte und der andere gibt dann hoffentlich bei, dann haben wir das wieder so einigermaßen in den Griff gekriegt. Ja? Und wir beide haben so jeder so für sich abgeklopft, wie weiter gehen kann, ohne dass es direkt zum Eklat kommt. Und ich mache dann immer so die Faust, ja, so das hier. Das ist, glaube ich, ein deutsches Bild, ne? So. Und das ganz Eigenartige bei diesem ganzen Event, sagt man da, oder Episode, ja, das baut sich auf. Das ist manchmal wie ein Sturm. Und wenn es eine bestimmte Energie hat, kann man das nicht mehr stoppen. Kennt ihr das? Kennt ihr das auch, ja? Na, ja, eigentlich nicht, ne? Ja, alles klar. Okay, gut, aber es könnte ja sein, dass euch das mal in Zukunft passiert, dann könnt ihr an mich denken. Ich will nämlich auf etwas Bestimmtes hinaus, uns deutlich zu machen, wenn sich diese Energie zu einem bestimmten Maß aufgebaut ist, hat die eine eigene Energie. Und glaubt nicht, dass irgendeine Praxis dieser Welt das verhindern kann. Beziehungsweise euch dann, wenn ihr so richtig hoch seid, sagt er, einen Moment. Gemeinschaft für achtsames Leben, dreimal atmen. Hat das jemand gekonnt schon mal? Auch nicht, ne? Hilft also die ganze Vereinsmeierei nichts, nicht? Die dreimal atmen kommen zu spät. Und ich möchte immer wieder Menschen warnen, wo man die Praxis ansetzt und wo nicht. Es ist ganz einfach so, dass in solchen Situationszusammenstößen, so nenne ich das jetzt mal, ein bestimmtes Energiefeld von uns wachgerufen wird. Ein bestimmter Geist, den nennen wir im Allgemeinen der konditionierte Geist. Das ist der Geist des normalen Bürgers, von uns, von mir. Ist angefüllt mit Vorstellungen, Ideen, Behauptungen, Meinungen und grundsätzlich verbunden eben mit einer Position, das bin ich, das denke ich, das erwarte ich. So.
Das ist meine Meinung, das ist meine Sichtweise. Das ist eine bestimmte Position, die ich beziehe. Und aus der heraus ich jetzt operiere. Wenn ich in eine Situation hineinkomme, prüfe ich automatisch ab, wenn ich nicht bewusst bin, ob das auch so ist, ob das alles so passt. Und wenn das nicht passt, dann gehen wir automatisch hoch. Wir versuchen, die Realität dorthin zu kriegen, wie wir sie erwarten. Ich versuche das immer wieder deutlich zu machen und viele Menschen, auch Altpraktizierende, verstehen das nicht. Wir meinen immer, es ist die Umwelt. Wenn der mich nicht so angeguckt hätte, hätte ich nicht. Wenn die nicht gesagt hätte, dann hätte ich nicht. Wenn das nicht passiert hätte, wäre, dann hätte ich nicht so reagiert. Und damit sind wir tiefgründig Materialisten. Wir haben die Vorstellung, den Glauben, die Überzeugung, das Äußere hat automatisch Macht über uns. Es gibt so immer so einen schönen Hinweis, der blaue Himmel und die Sonne und das Heitere und so, ne? Und das soll uns irgendwie fröhlich stimmen. Es gibt aber leider genügend Situationen, da ist der Himmel blau und die Sonne scheint und wir sind ziemlich deprimiert. Das dürfte gar nicht sein, ist das so? Wenn wir also wirklich Materialisten sind, müssten wir davon ausgehen, das ist immer so. Wenn da nur ein einziges Mal von abgewichen ist, das ist die Logik, stimmt es nicht. Und grundsätzlich stimmt es nicht. Das Äußere, so sagt man schön auf Deutsch, triggert etwas an in mir. Ich habe eine Situation und in die gehe ich automatisch mit meiner Vorstellung. Und wenn die Situation meiner Vorstellung entspricht, bin ich glücklich, alles okay, war wieder ein toller Tag heute, alles lief, alles flutschte, alle benahmen, wie ich wollte. Aber wenn die Situation dem nicht entspricht, fangen wir an und haken. Und dieses Haken, das heißt, es wird eng. Ich gehe zurück, ich falle in meine Position, aus der heraus ich operiere. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir immer wieder darüber nachdenken, dahin hören, das Miteinander teilen. Es ist nicht die Umwelt. Und ich sage dann immer für uns dazu, nicht alleine. Wir westlichen Nicht-Buddhisten dürfen durchaus da noch draußen ein bisschen drehen. Ja, dies noch mal ein bisschen korrigieren und das noch mal ein bisschen korrigieren. Das ist okay. Aber grundsätzlich soll uns klar sein, das, was wir erleben, entsteht durch unsere Vorgabe, durch unsere Beziehung zur Realität. Und das ist sicherlich ganz spannend, auch in Gesprächsrunden mal miteinander zu teilen, wie sehr ich das nicht glaube. Wie sehr wir im Gespräch immer wieder sagen, und da hat so und so, und dann war aber das, und die hat dann aber, und da musste ich doch. Und allein bei diesen Sätzen müssen wir schon sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Spiritualität, was immer wir uns darunter verstehen, heißt dieser andere Ansatz. Der Geist ist es. Und der Geist heißt unsere Einstellungen, Vorstellungen, Ideen und so weiter. Das ist das Entscheidende. Denn daran kann ich was tun. Ich kann meine Einstellungen überprüfen, meine Glaubensbekenntnisse verändern. Wir alle versuchen, die Umgebung zu verändern, aber das ist immer ziemlich anstrengend, kostet viel, viel Energie und meistens nicht erfolgreich. Es gibt so manche liebevolle Mutter, die nun 30 Jahre lang versucht, ihren Ehemann zu verändern und es klappt immer noch nicht. Naja gut, dann versuchen wir es nur nochmal. Ja. Oder man versucht, den Nachbarn dorthin zu kriegen, dass er liebevoll ist. Klappt auch nicht immer. Ich hoffe, ich mache das deutlich als zweites. Unsere Vision, die wir haben, steht auf einer Einsicht. Und ich weise immer wieder auf jemand hin, ein Stoiker. Sagt euch der Ausdruck, was Stoiker? Die Stoa, seine griechische philosophische Welteinstellung schon mehr. Marc Aurel, Seneca und den ich immer wieder erwähne, ist Epiktet. Ungefähr so um Christi. Und Epiktet hat so ein kleines Büchlein geschrieben, Handbüchlein der Moral. Ganz, ganz schön. Und das ist schon sehr buddhistisch, sehr buddhaistisch. Und da heißt dieser eine Satz, den ich immer wieder erwähne,
Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern unsere Meinung über sie. Das habe ich gerade gesagt. Und das ist das zweite Geschenk sozusagen oder die kleine Aufgabe. Immer wieder nachprüfen, ist das, was dort draußen passiert, wirklich etwas, was automatisch etwas tut mit mir oder was mache ich damit? Wie ist meine Einstellung? Wie ist mein Verhältnis zur sogenannten Realität? Okay? Ganz spannend. Und obwohl ich das immer wieder behaupte, deswegen sitze ich hier, ja, gibt es genügend Situationen, wo ich nicht dran glaube. Da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt, dass ich nicht anders kann als. Und jetzt kommt etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Wenn ich dann meistens hinterher die Situation nochmal reflektiere, und das gehört mit zu unserer Praxis. Besser wäre natürlich gleich im Moment. Ja. Zurücktreten, mindestens 3 Atemzüge, es kommt darauf an, wer gerade vor mir ist. Ja. Bei Susanne reicht einer, ja, bei anderen brauche ich 10. Innerlich zurücktreten und sagen, einen Moment mal, ist es wirklich so, dass das nur so geht, wie ich mir das vorstelle? Hat nicht vielleicht der andere die gleiche Vorstellung, dass es alles nur so geht, wie er sich das vorstellt? Zwei Unbewusste macht nicht nur zwei Unbewusste, sondern macht Unbewusstheit im Quadrat. Und wir kennen das gut, da steht man so voneinander und brüllt sich an und keiner weiß warum. Irgendwie hat das angefangen und hinterher versucht man das dann auseinander zu divinieren. Ja, da hast du aber gesagt und ich habe aber. Und dann kamst du und nee, den Schuldigen finden. Es bringt gar nichts. Es hat noch nie was geholfen. Innerlich zurücktreten. Und wenn ihr das ein einziges Mal nur erlebt habt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Da könnt ihr sagen, ich hätte mich doch anders verhalten können. Irgendwie habe ich es verpasst, das nicht zu machen, wie ich es immer tue, sondern es gab eine, ich nenne das immer eine Option, eine Möglichkeit. Hat das schon mal jemand erlebt? So eine Situation, wo du normalerweise nach vorne trittst, aus dem alten Muster heraus, und dann trittst du innerlich so ein bisschen zurück. Und wie gesagt, oft genug ist das hinterher, dass man das nochmal nachspürt und sagt, warum ist dir das in dem Moment nicht eingefallen? Kennt ihr das? Ist ganz klar, warum uns das nicht einfällt. Wenn ich erst so eng bin, fällt uns nichts mehr ein. Da sind wir raus. Da sind wir eng und klein und sitzen auf dieser harten Energie. Da kann uns nichts mehr einfallen. Worauf ich also hinaus will in diesem Fall ist, dass in uns unter bestimmten Bedingungen, wenn wir zurücktreten, unseren Geist nicht in die Enge bringen, sondern ihn so ein bisschen wieder öffnen. In uns ist, wenn man so will, die Weisheit, was ich mache. Es ist keine absolute Weisheit, ja? Sondern es ist lediglich so ein gutes Wort ist kreativ werden. Ein anderes Wort ist Option finden. Und dass das andere Wort ist, einen flexiblen Geist entwickeln. Ich hänge nicht mehr automatisch vorne, trete etwas zurück und sage, ich könnte das ja jetzt auch mal so sehen. Dann sind wir draußen. Dann können wir das abends ganz beruhigt für den Tag ablegen und sagen, da geht's weiter. Glaubt nicht, dass ihr euch auf diese Situation in eurem Leben mit diesem Geist vorbereiten könnt. Ich bin ganz sicher, ihr habt das alle schon gemacht. Ihr habt euch vorgenommen. Das nächste Mal, wenn die wieder sowas sagt, oder der das tut, bleibst du cool. Und das war ernsthaft. Also das war nicht geschauspielert, das war richtig ernsthaft vorgenommen. Ist das so? Ja. Und dann kommt die Situation, haben sie uns. Auch so? Und in dieser Weisheit sozusagen stehen wir in dieser sogenannten Tradition. Es gibt diese Vorstellung,
dass man nun seinen konditionierten Geist so langsam verändert, dass man ihn bearbeitet, dass man die Einsichten verändert, dass man dies und jenes übt. Und so ganz langsam wird man dann so ein bisschen weicher und liebevoller und freundlicher, ja, bis zum nächsten Augenblick. Ja. Und dann weiß man ganz klar, aha, da hast du noch was, woran es dran zu arbeiten gilt. Hm? Ja. Und das alles heißt dann, it's a lifetime's work. Es hört nie auf. Ewig und unendlich. Und ich möchte euch ernsthaft bitten, daran nicht zu glauben. Das ist nicht unsere Vorgehensweise hier. Es mag daran liegen, dass ich nicht genügend Buddhist bin, um das alles ernst zu nehmen und mich wirklich an diese Gesetze und die Vorstellung und das und die Freundlichkeit und so zu halten. Ich habe irgendwo ganz intuitiv eine andere Vorstellung. Und die möchte ich euch eben mitteilen. Wie gesagt, die Voraussetzung ist erstens mal, dass ich mitbekomme, dass ich mich beginne zu verkrampfen. Das ist eine Erfahrung. Und es geht jetzt nicht darum, warum ich mich verkrampfe. Es geht nicht darum, jetzt den Dialog zu hören. Wie kann man bloß, und das ist ja unmöglich und ähnliches mehr. Sondern mir geht es nur darum, dass wir mitbekommen, wir beginnen uns zu verkrampfen. Das ist eine ganz schwere Übung. Das verlangt sehr viel Wachheit und Bewusstheit im Moment. Wir alle, obwohl wir alle keine ausgewachsenen Sizilianer sind, sind alle impulsiv. In bestimmten Augenblick fliegen wir einfach durch. Und es ist eine ganz hohe Praxis, und darauf möchte ich euch hinweisen, mitzubekommen, dass ich beginne, mich zu verkrampfen. Dass ich beginne, mich eng zu machen. Und das spüren wir. Es ist ein ganz klares Erleben. Die Schultern verziehen sich, das Gesicht verzieht sich, die Faust geht zu, im Magen, im sogenannten Solarplexus verkrampft es sich. Alles Mögliche taucht auf. Und das alles nur, weil ich auf meine Position ziehe. Ja? Das reicht. Wenn ich das mitbekomme, habe ich schon die halbe Befreiung in der Tasche. Bitte an dieser Stelle, wenn ihr in eine Situation hineingeht, nichts anderes tun, als euch zu spüren, wie ihr mit der Situation umgeht. Aber nicht mental und nicht psychologisch. Das kann man alles machen. Alles fein, aber meistens haben wir da keine Zeit für. Aber ich spüre, ich mache mich eng. Selbst dann, wenn ich es vermeintlich erst dann spüre, wenn es schon durchgeknallt hat. Es hat sich in mir aufgebaut. Es ist nicht so wie dieses Lied vom Adamek. Und plötzlich ist die Wut da, die ist nicht plötzlich da. Es geht vielleicht schneller als sonst. Wenn ich mit jemand anders zusammen bin, merke ich so richtig, wie sich das langsam aufbaut. Das habe ich vorhin erwähnt. Es gibt Situationen, da baut sich das fast nicht auf. Und trotzdem, das Erfahren ist das Gleiche. Ich komme in eine Situation hinein. Ich, ganz, ganz tief unbewusst, bewerte ich die Situation. Der amerikanische Ausdruck heißt to appraisal, the appraisal. Ich gebe es einem Wert. Das ist ganz tief in unserem Unbewussten eingebaut. Die Vorstellungen, die Wertevorstellungen, die Ideen, vergangenheitliches Muster und ähnliches mehr. Ja? Und damit gehe ich an die Situation ran. Das alles läuft im Unbewussten ab. Das Einzige, was uns, nicht das Einzige, aber das, was uns sehr konkret für uns fassbar ist, ist dieses gesamte Körper-Geist-Empfinden. Probiert es aus. Ja? Dieses sich zurückziehen, das Engwerden. Und mit diesem Engsein ist ein ganz bestimmter Komplex von Erleben verbunden. Irritation, das englische Wort heißt Uneasiness. Uneasiness ist sowas wie nicht leicht, ja? Ich fühle mich nicht wohl sozusagen. Und wir alle können das erleben, wenn wir in Situationen uns so verhalten, aus dieser Position heraus, fühlen wir uns alle unwohl. Ganz egal, wie wir uns verhalten. Ich kenne keinen Menschen, der sich wohl damit fühlt, dass er andere schlägt, dass er lügt und tritt und ähnliches mehr. Es gibt keinen Menschen, es sei denn, er ist hochdogmatisiert. Ist möglich für uns Menschen. Aber wir als Praktizierende, wie das so schön heißt, sind unangenehmerweise sensibel. Das macht die Praxis. Wir kriegen das mit.
was wir früher nicht mitgekriegt haben. Und das ist das, weswegen dann oft genug Leute sagen, ich war ja früher nicht so. Jetzt merke ich erst das durch die Praxis. Ja, ja, natürlich. Dafür ist die Praxis da. Uns sensibel zu machen, uns empfindlich zu machen. Es gibt Menschen, die kommen hier hin und dann setzt man die dort auf das Kissen. Das ist so unser Job hier. Und dann wissen die, aha, Meditation heißt nicht denken. Ich vermute, dass bei euch auch einige diese Vorstellungen haben. Wenn ihr das habt, werdet ihr merken, dass das nicht geht. Und dann kommen Menschen an und sagen, es ist ja, ich habe nicht gewusst, dass ich so viel denke. Dass ich eigentlich ständig denke. Und dann merkt man, dass man beim Essen auch noch denkt. Und dann merkt man, dass man bei der Gehmeditation auch noch denkt. Ja? Und dann merkt man, dass man das Denken nicht abstellen kann. Und dann gibt es Leute, die verlassen schleunigst die Praxis, damit das aufhört. Denn früher haben wir das alles nicht gemerkt, oder? Ich warne euch, Praxis macht sensibel, macht empfindlich. Wir sehen Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Und es ist ganz wichtig, jetzt wieder zu sagen, an mir. Das ist so eine große Gefahr in spirituellen Gemeinschaften. Man achtet auf die anderen. Achtsamkeit wird jetzt ein Strafschwert. Ja, ja, das wisst ihr, wie das geht. Ja? Man guckt dann, also man ist sehr sensibel. Ja? Plötzlich wird also der größte Rabiat wird empfindlich. Ich reagiere immer schon darauf. Ich weiß nicht und so. Ja? Es ist eine Frage, dass ich mehr zu mir komme, dass ich beginne, mich zu fühlen. Das ist ein Geschenk für einen Menschen. Die meisten Menschen haben so einen Panzer um sich herum und fühlen sich nicht. Praxis macht uns empfindlich, damit wir mitbekommen, was in unserem Geist passiert. Damit wir frühzeitig mitbekommen, dass wir uns jetzt eng machen, dass wir uns dicht machen. Und wenn wir wirklich lange praktizieren, dann kriegen wir auch noch mit, was an Vorstellungen, Ideen und Behauptungen auf die Situation geworfen wird. Das wäre die Praxis. Für mich ist immer sehr, sehr erhebend und erhellend die Konferenzen des Dalai Lama mit westlichen Wissenschaftlern nachzulesen. Und davon gibt es sogar eine Buchreihe. Und ganz besonders natürlich dann, wenn es darum geht, mit dem Geist zu arbeiten, wenn Psychologen und Neurowissenschaftler mit ihm zusammenkommen. Und ich glaube auch zwar David Richardson, einer dieser ganz berühmten Neurophysiologen, der das dem Dalai Lama aufgelistet hat, wie das geht so im Geist. Und dann kommt dies und dann kommen die Emotionen und so, ja. Und der Dalai Lama sagte, und da oben, naja, sagte der Richardson, Appraisal, you know, this is, it's unconscious. Das passiert dann so in dem Zusammenhang. Da kommt und dann kommen die Feelings. Das ist das, was wir, nee, sagt der Dalai Lama, nee. Nix unconscious, da ist es. Und Richie sagte ganz klar, das geht nicht, Ihre Eminenz, Your Holiness. It's unconscious. Yes, said the Dalai Lama, because of that we practice. Okay, was ich also jetzt hier mache, dass ich mit so ein bisschen rumschiffe, ja, und sage, okay, was wir mitbekommen, ist, dass wir dicht machen. Ist das okay? Ja? Klar? So. Also wieder so eine kleine Aufgabe. Kriege ich das mit? Wie erlebe ich das? Was ist da alles mit verbunden? Und an die Aufgabe vorher angeknüpft, ist mir bewusst, dass ich das mache, durch meine Vorstellungen, die ich an die Realität tue. Es ist mein Verhältnis zur Realität, das mich eng macht und damit habe ich jetzt den ganzen Schlamassel im Kopf. Wut, Ärger, Eifersucht, Neid und. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, das sind Ergebnisse. Die können wir nicht verschwinden lassen. Wir können nur den ersten Ansatz verschwinden lassen. Wie gesagt, heute möchte ich euch einen anderen Ansatz mitteilen. Das ist der Hauptansatz dieser Schule, in Anführungszeichen. Ich spreche also davon, dass wir uns zusammenziehen. Es gibt einen Ausspruch von einem tibetischen Tulku Rinpoche, einem der bekanntesten, berühmtesten Meditationslehrer in der letzten Zeit. Er ist 1996 gestorben. Tulku Urgyen Rinpoche. Er hatte viele westliche Schüler, Francesco Varela, Ken Wilber. Und ich weiß, dass mindestens eine Person hier den Sohn kennt von ihm.
Yongi Mingye Rinpoche ist der Sohn von Tulku Ogyen Rinpoche. Tulku Ogyen hat 4 Söhne und die sind alle große Meditationslehrer. Choki Nima, Yongi Mingye und noch 2 andere. Ogyen hat das ganz simpel einmal zusammengefasst, was ich heute darstelle. Der Unterschied zwischen einem Buddha und einem, er nennt das normal sentient being, das sind wir, normale, immerhin noch fühlende Wesen, aber normal. Der einzige Unterschied ist, dass die Zweiten, das sind wir, eine enge Sicht haben. Unser Geist ist eng und er hat das verglichen mit der Faust, die den Space, den Raum in sich einschließt. Ein Buddha hat eine offene Hand. Da ist kein Raum eingequetscht. Da ist keine Enge. Da ist keine Ich-Bezogenheit. Aber nicht in diesem bewussten psychologischen Ich, nun komme ich mal aus meinem Ego raus, sondern in dem Geist, der offen ist und wach und klar, gibt es alles diese Geistesfaktoren, die wir gut kennen. Im Buddhismus nennt man die immer Gier, Hass und Verblendung und dann den ganzen Rest. Gibt es dort nicht. Sind einfach nicht da. Und es ist nicht, dass sich irgendjemand angestrengt hat, dass die nicht da. Die sind einfach nicht da. Die gehören da nicht hin. Das ist ein ganz schwieriger Gedankengang für die meisten Menschen. Es gibt einen Geisteszustand, der uns allen innewohnt. Und in diesem Geisteszustand ist alles das, was aus unserem Geist ist, nicht. Ganz schwierig beizubringen, weil uns das scheinbar nicht erlebbar ist. Und das stimmt nicht. Es ist nicht wahr, dass ihr das noch nie erlebt habt. Es gibt, wenn ihr genau hinschaut, und das war am Anfang mein Hinweis, genügend Situationen am Tag, wo du einfach offen da warst, wach. So wie so ein Kind. Wir gucken mal da. Stell dir mal vor, was der da macht. Was der da zu mir sagt, ist ja unglaublich. Ja. Naja gut, dann lassen doch. Wo ist das Problem? Das ist nicht mein Problem. Wenn der mich für einen Idioten hält, ist das sein Problem, nicht meins. Oder? Das heißt also, dieser offene Geist steht uns zur Verfügung. Viel mehr, als wir wissen. Und das ist der Weg raus. Nichts anderes. Ogyen bringt das einfach so auf den Punkt, der im ganzen späteren Buddhismus, im sogenannten Mahayana-Buddhismus, die Basis ist. Der Unterschied zwischen einem Buddha und einem normalen sentient being ist die offene Hand und die Faust. Mehr nicht. Jetzt guckt ihr mich so alle an und sagt, na, wie machen wir das? Ja. Und natürlich kommt dann gleich wieder der Gedanke hin, it's a lifetime's work. So Fingerchen für Fingerchen und dann gehen die wieder zusammen und so. Ja? Wir sind ja so arbeitsfreudig. Im Englischen heißt das so schön, no gain without pain. Oder im guten Kölsch sagt, von nichts gibt nichts. Von nichts kommt nichts. Also. Und dann seht ihr Thai über die Wiese gehen. Oder wo auch immer. Ja. Und er hat euch dann hinterher erzählt, wenn ich so gehe, bin ich im reinen Land. Und wenn wir nicht aufpassen, dann denken wir, die Wiese wäre geputzt oder sowas. Ja, das reine Land. Und das wäre irgendein Ort, wo der Mensch nun vorstellt zu gehen, ist in irgendwelchen Fantasien, so wie Disneyland oder so. Ja. Und das sagt er überhaupt nicht. Er sagt ganz klar, in dem Augenblick bin ich in diesem großen Geist. Und der Begriff reines Land heißt für einen Geist, der ist frei von Verwirrung, von Hass, von Gier und ähnlichem mehr. Kommt das an? Der Buddha hat das Nirvana genannt. Jetzt krachen natürlich alle Buddhisten zusammen und sagen, Gott, wovon spricht der? Nirvana. Und Thai ist da ganz locker und hat schon also die heftigsten Buddhisten verärgert. Ja, wenn er sagt, wenn ich ein Glas Tee trinke, in voller Wachheit und Achtsamkeit, und ich bin ganz da, bin ich in dem Moment in einem offenen, klaren Geist. Da sind keinerlei Verwirrung, kein Haften, kein Halten wollen, keine Ablehnung, nichts. Ich bin also im Nirvana. Er ist nie wieder eingeladen worden zu einer Konferenz der Deutschen Buddhistischen Union. Weil alle eine klare Vorstellung davon haben, was Nirvana ist, aber keine Erfahrung. Und das ist das ganz besondere Teil, bringt das in eine ganz
simple Erfahrung, wie eigentlich auch Urgen Rinpoche. Für den war das genauso. Sie sind der offene Geist. Und davon hat auch der Buddha gesprochen. Wenn man die frühen Texte nachliest über Nirvana, steht da ganz klar, ein Geisteszustand, a state of mind, ein Geisteszustand, der ist frei von anhaften Ärger und anderen negativen Geistesfaktoren. Simpel. Nichts Besonderes eigentlich. Und wenn wir jetzt in diesem Teil in irgendeiner Weise glauben wollten, das sollten wir, ja, üben wir uns da drin. Das ist alles. Das alles ist natürlich jetzt nicht gleich so da. Ne? Wenn ihr also nachher auf die Gehmeditation geht, dann bitte quält euch nicht damit, in irgendeiner Form das reine Land zu erleben. Denn das ist im besten Falle eine Vorstellung. Aber eines sollte uns klar sein. Die Praxis hier heißt, den Geist öffnen. Nichts mehr. Keine Arbeit an den Inhalten, keine Psychotherapie, keine Psychologie. Ich sage nichts dagegen. Ich sage nicht das eine oder das andere oder nur dies oder nur das. Ich sage nur jetzt, hier in eurer Gegenwart, das ist unsere Hauptpraxis. Das ist das, was Thay lebt und was ihn hat wachsen und reifen lassen. Und die meisten von uns haben eine gegenteilige Tendenz. An sich arbeiten, Einstellungen verändern, sich vorzunehmen, das nächste Mal nicht und so. Und das Einzige, was ich uns sage, ist, sensibel und fein genug in diesem Körper-Geist-System zu sitzen und mitzukriegen, jetzt mache ich eng. Easy. Und in dem Moment, wenn es anfängt, von der offenen Hand so, dass vorne die Fingerspitzen beginnen, so ein bisschen zu zucken, dann weiß ich, jetzt passiert da oben was. Jetzt gehe ich eine schiefe Situation mit der Realität ein. Das sagen dann die buddhistischen Formulierungen. Das ist ein neurotisches Verhältnis zur Realität. Das ist alles. Und das ist es auch. Wir erwarten von der Welt, von unserem Leben, von der Realität, wie sie sein soll. Du was anderes und du was anderes und du was anderes. Na, wer soll das alles machen? Ja. Kriegt ja kein Mensch hin. Ist ja nicht machbar. Keine Realität dieser Welt kann das alles bewerkstelligen, was wir erwarten. Das ist klar. Hört sich kindisch an, aber wir tun das. Also wäre es besser, dass wir ein bisschen zurücktreten und schon mal genauer hinschauen. Was liegt jetzt an? Das ist nicht einfach. Einfache Situation, das Frühstücksteam kommt morgens runter, voller Elan und Begeisterung natürlich, klar. Und alle verfügbaren Tassen dieser Community stehen ungespült in der Spüle. Eine Situation, ein Situationchen. Was machst du denn damit? Es gibt sicherlich verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Eine, die meisten von uns kennen, die nennt sich dann Ärger. Vorwurf. Typisch. Nicht? Und so. Jetzt kommen sie schon hier hin, achtsam wie sie sind, und dann geht das ungespült. Und so. So das ganze Ding läuft da rum. Das ist also der aggressive Typ. Vielleicht in Ärger. Der andere ist dann der depressiv zurückfallen. Warum muss ich auch heute Morgen frühstücken? Haben sie immer mich, poor me. Ne? Jetzt stehe ich da und jetzt muss ich das alles spülen. So, das ist der zweite Typ. Und es gibt den dritten. Das sollten wir sein. Da sollten wir hinschauen und sagen, okay, Folks, Tassen spülen. Wer macht das? Ich habe keine Zeit. Ich muss frühstücken. Ja, dann gibt es auch keine Diskussion. Ne? Und der andere, der Kollege oder Freund oder wer auch immer, muss auch frühstücken machen. Jetzt können wir uns überlegen, wir beiden zusammen, ohne dass das eine Stunde dauert, können wir das Frühstück, die Arbeit des Frühstücks etwas verkürzen, so dass dass einer von uns noch Zeit hat, die Tassen zu spülen. Wäre doch ein Deal, oder? So wird das oft im Leben gemacht. Ohne Ärger. Das ist eine Situation und jetzt sehen wir mal zu, wie man so schön sagt, den Griff kriegt. Und nichts von dem, was so normalerweise in unserem Geist abläuft, Ärger oder Verzweiflung, findet statt.
trete von vornherein zurück, gucke mir die Situation an und finde eine vernünftige, machbare Lösung. Ist das was? Ja? Ich könnte auch zum Beispiel, das würde ich dann machen, runtergehen hier, am besten nach der ersten Sitzperiode, wenn das kleine Glöckchen kommt. Ihr wisst, wovon ich vorher bin, der sogenannte King Handel. Wenn das kleine Glöckchen kommt, würde ich die Tür aufmachen, nur einen kleinen Augenblick. Ich brauche mindestens zwei Leute, die Tassen umspielen. Und ganz hundertprozentig sind zwei Leute mindestens bereit, das zu tun. Und nichts von dem, was sonst im Geist passiert, findet statt. Das sind nämlich Optionen. Die klappt nicht immer. Aber das hat was mit uns zu tun. Da ist irgendwas weg. Das knattert hier die ganze Zeit. Das Mikro hat wieder diesen Störton. Das Mikro hat wieder diesen Störton. Ja, hör mal, das sollte aber doch nicht sein, oder? Sehen wir mal die Option, wackel mal ein bisschen herum, ist dann weg hier. Da unten ist es wieder, ne? Genau, ist wieder da unten. Dann hat der Hans das so schön fixiert, aber wie man sieht, Fixierung hilft nicht. Liegt nur das nächste Problem. Besser? Immer noch nicht richtig. Können wir das Bett lassen? Ja, das Bett lassen? Aufgenommen. Ja, aber es knistert hier die ganze Zeit. Genau, das knistert schon. Es ist das Gleiche. Aber wir können den Dings... Den machen wir ja mal... Man kann ja mal das weglassen, aber keine Aufnahme. Das ist alles. Genau, das könnte auch sein. Das ist ja dann auf der Aufnahme drauf. Dann versteht man deine Sprache nicht richtig auf der CD. Hast du denn das andere, ne? Nehmen wir das. Das können wir das nehmen, genau. Und dann leg das ein bisschen hoch. Das ist ein bisschen deutlicher. Ich bin ja gleich fertig. Ist das okay? Machen wir gerade die Glocke. Das läuft, ja? Das läuft. Gut. Das war jetzt eine Option. Optionen sind nie perfekt, aber das ist das Leben immer. Wenn man Thay fragt, was erlebst du, wenn du im reinen Land gehst, dann sagt er ganz einfach, ich bin bewusst. Ich bin wach. Ich bin da. Ich bin mit meinem ganzen Körper-Geist-System im sogenannten Hier und Jetzt. Und das lässt sich wieder üben. Niemand kann von uns einfach da üben, auf der Wiese im reinen Land zu gehen. Aber wir können üben, bewusst zu sein. Und das ist unser Zugang. Das geht auf den Buddha zurück, der diese Geistesqualität, diese, die uns eigentlich als überhaupt zum Menschen macht, die hat er genannt Sati. Und Sati als die grundlegende Energie, die uns aus der Dumpfheit, aus dem Unbewussten herausbringt, die wir aber haben, die zu uns gehört. Diese Energie, dieser Geistesfaktor, der aber als Potenzial nur vorhanden ist. Wir werden nicht hundertprozentig mit Bewusstsein und Bewusstheit geboren, sondern wir müssen uns hineinüben. Sein Potenzial ist genauso ein Potenzial wie Sprache. Wir können grundsätzlich sprechen, aber wir müssen es lernen. Ja? Das muss uns deutlich sein. Wenn wir dieses Bewusstsein, dieses Sati, nicht täglich üben, gewinnt es nicht an Kraft. Deswegen hören wir vor allen Dingen in dieser Tradition täglich praktizieren. Nicht gerade 24 Stunden, aber wenigstens die Zeit, wenn wir wach sind. Sati, dieser Hauptbegriff des Buddha, die herausragendste Geistesqualität, über die er gesprochen hat und die in allen möglichen Variationen irgendwo auftaucht, wird jetzt aus dem Pali in die westlichen Sprachen unterschiedlich übersetzt. Nach meinem Empfinden machen das die Italiener am geschicktesten, die sagen Consapevolezza, mit Bewusstsein, mit Wissen, sapere, Wissen und kommt mit. Die Franzosen sagen pleine conscience, reines Gewahrsein. Das ist dem Sati entsprechend. Die Englischen, die Amerikaner brauchen zwei Ausdrücke, Awareness, Gewahrsein und Mindfulness. Das heißt also mit ganzem Geist dabei sein. Ja. Ganz schön machen das die Holländer. Aandacht. Man merkt so, der Mensch ist dabei,
und ist in dieser Realität da. Und da kommt dieses extra dazu, andächtig zu sein. Bitte hört einfach mal hin, dass Sati nicht nur heißt Achtsamkeit. Ich finde den Begriff Achtsamkeit in unsere deutsche Sprache übersetzt extrem ungeschickt. Weil es uns Deutsche abholt beim Gehorchen, achtsam sein. Ja, vorsichtig sein. Nur sei doch Mensch, sei doch mal achtsam. Das ist Sati nicht. Und es ist ganz schwierig, Deutschen deutlich zu machen, wir sprechen hier von Bewusstsein, von Bewusstheit, von Wachheit, von gegenwärtig sein. Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Bin ich gegenwärtig? Bin ich jetzt da? Wenn ich so gehe, bin ich gegenwärtig? Bin ich da? Und wieder ist das ein Gefühl, ein Erleben. So wie die Enge ein Erleben ist, wird die Weite über das Bewusstsein auch wieder ein Erleben. Und ich frage so oft, das ist die letzte Frage für heute, wie erlebst du Gegenwärtigkeit? Zumindest mal wisst ihr, wovon ich spreche, ja? Wie erlebst du dich, wenn du da bist, wenn du wach bist? Nicht nach dem Aufstehen, sondern so innerlich als Mensch, als Wesen. Ihr könnt das übersetzen für euch, wie ihr das wollt. Ich für mich glaube wieder nicht, ist nicht meine Praxis zu sagen, jetzt bin ich ganz im Hier und Jetzt. Es ist mir zu viel Vorstellung. Ich kann aber erleben, wenn ich gegenwärtig bin, wenn ich da bin, wenn ich bewusst bin. Kommt das an? Ja? Das ist unsere Praxis. Wenn wir in dieser Bewusstheit stehen, in dieser Wachheit, und das ist ein Begriff, der heute in den westlichen Psychologien, Philosophien, Kognitionswissenschaftlern hauptsächlich gebraucht wird, Consciousness. Und Consciousness heißt nichts anderes als Bewusstheit, Bewusstsein und meinetwegen auch manchmal Awareness. Ja? Dann sind wir mit der grundlegenden Energie des Geistes verbunden. Und dann sind die beiden nächsten grundsätzlichen Geschenke des Universums an uns, für uns zuständig. Das nächste Geschenk heißt Kreativität. Nur der Mensch kann kreativ sein. Nur der Mensch kann aus Gegenständen und durch Vorstellung etwas Neues gestalten. Kein anderes Tier kann das. Wir können kreativ sein. Vorausgesetzt, wir sind bewusst. In dem Moment, wo du ein wenig absackst, ist diese nächste Stufe der Energie der Kreativität weg. Ich nenne diese Stufe Kreativität Option. Nur wenn ich bewusst bin, zurücktreten kann, das geht nur mit Bewusstheit. Wenn ich unbewusst bin, schiebe ich durch. Wenn ich also irgendetwas in mir gibt, das zurücktreten kann, dann habe ich einen Zugang zur Kreativität und kann hinschauen, kann ich das nicht, kann ich nicht irgendwas anders machen? Vielleicht was völlig Verrücktes. Ja. Und dann kommt die nächste Qualität. Wir Menschen können wählen. Wir können uns entscheiden. Wir können uns zu diesem hin entscheiden und zu jenem hin entscheiden. Kein anderes Lebewesen kann das. Aber das setzt alles andere wieder voraus. Es setzt Bewusstsein voraus. Es setzt die Option voraus. Und dann kommt die Entscheidung, was ich dann nehme. Wenn diese Option, die mir da sozusagen in den Geist springt, eine Option ist, die mich innerlich weit macht, die mich innerlich heranbringt an Verstehen und Freundlichkeit, dann habe ich keine andere Wahl, als das zu nehmen. Glaubt es mir. Jeder von uns nimmt das. Wir könnten uns immer noch ärgern. Wir könnten uns immer noch darauf warten, dass die alle am Frühstück sitzen und dann aber den Bär rauslassen oder sowas. Aber in diesem Geist, den ich anspreche, der offene Geist, der bewusst ist und wach, ist das nicht möglich. Es geht einfach nicht. Wir sind dann verbunden mit der grundlegenden Energie unseres Menschseins, dem Gutsein, so nennt man das. Wir sind grundsätzlich freundliche, liebevolle, verständnisvolle Wesen. Das wird durch unsere Konditionierungen überdeckt und abgebremst. Und wir müssen nichts anderes tun, und das ist das, was ich euch als Gemeinschaft für achtsames Leben mitteilen muss,
Ihr müsst nichts anderes tun als bewusst werden. Nicht achtsam. Achtsam ist so ein bisschen auf die Dinge achten. Die Tage kam jemand auf mich zu, der hatte sich hier oben irgendwas gelaufen, kann man ja nochmal, ne? Läuft gegen die Wand oder so. Und ich sage zu ihm, ganz normal, ganz simpel, was hast du denn gemacht? Und als anständiger Praktizierender hat er gesagt, ich war nicht achtsam. Bin ich zusammengebrochen. Ja, es war, wirklich. Das habe ich ihn nicht gefragt. Und er ist nicht in der Lage zu sagen, bin ich vor der Wand gelaufen. Wie jeder anständige, normale Bürger auch. Nein, er muss bewerten. Er war nicht achtsam. Bitte das nicht. Also alles, das ist so ein bisschen Herausforderung, ist das so. Ganz normal, ganz simpel, ganz einfach. Bewusstsein, wach sein, offen sein. Mitkriegen, wenn ich mich zumache, so früh wie es irgendwie geht. Und wenn ich es nicht mitkriege, okay, fein. Wir haben, die meisten von uns haben noch genügend Möglichkeiten, das alles nochmal zu üben. Es kommt nämlich hundertprozentig. Die Art und Weise, wie du mit dem Leben umgehst, bleibt. Wenn wir sie ändern, haben wir eine Chance. Wenn wir sie nicht geändert haben, kommt sie wieder. Okay? Wir haben also immer eine Chance. Könnt ganz beruhigt sein. Ja? Und in dem Ganzen sehe ich immer eine ganz große Chance, wirklich so zum Mensch zu werden. In Wachheit, in Kreativität, in Weisheit, in Offenheit, in verständnisvoll, liebevoll und freundlich. Das ist gar nicht so sehr schwierig. Es ist sofort weg, wenn wir eng werden. Also bitte, nehmt es mit. Macht euch immer wieder auf. Das ist unsere Praxis. Dann kann nichts passieren. Okay? Und manchmal sage ich jetzt heute immer, good luck. Good luck heißt, naja, versuchen wir es mal. Ne? Vielleicht klappt es. Aber wenn man so viele Menschen um sich herum hat, die das Gleiche wollen, die sich nach dem Gleichen ausrichten, hebt sich diese Energie, in der man einfach nicht so absacken kann und sagen, ist mir doch egal, sollen sie doch machen, was sie wollen. Das ist nicht mehr da. Ich fahre einfach hoch und sage, okay. Und das ist, weswegen ihr hier jetzt so auch mal so in dieser Konstellation zusammen seid. Das Miteinander zu spüren, dass die gesamte Energie auch die eigene Energie hochnimmt. Okay? Viel Freude beim Hiersein und beim Dasein und danke fürs Zuhören.